willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jan kocht. Was machen wir heute? Eigentlich kochen wir gar nichts. Wir machen ein Liebstöckel oder Maggi-Kraut-Pesto. Was braucht man dafür? Ja, frisch aus dem Garten, Liebstöckel bzw. Maggi-Kraut. Das werden wir gleich hier vom Stängel zupfen, schön vorher waschen und dann im Küchenpapier trocknen, damit da nicht so viel Wasser dran ist. Was brauchen wir noch? Pinienkerne und eine Pfanne, in der wir die Pinienkerne anrösten. Dann gehört dazu Parmesan, den werden wir reiben. Dafür haben wir hier unsere Reibe stehen. Dann kommt das Ganze in den Mixbecher und wird mit dem Pürierstab püriert. Dazu kommt noch schönes Olivenöl, kleines bisschen Pfeffer und Salz. Und was ich gerade sehe, was ich vergessen habe, noch eine Knoblauchzehe. Die wird klein gehackt und mit püriert. Ja, jetzt wird Liebstöckel bzw. Maggikraut am Stängel gewaschen, abgetrocknet und dann verlesen. Also die Stängel wollen wir nicht, wir wollen die schönen Blätter. Und dann wird das Ganze ein bisschen gehackt und kommt hier rein in den Becher. Wenn das Maggikraut bzw. der Liebstöckel vorbereitet ist, sehen wir uns wieder. Ja, die Zubereitung des Estragons geht am einfachsten mit einer Schere. Das heißt, ich nehme hier die gewaschenen Stängel und schneide einfach mit der Schere das, was verwendet werden soll, hier einfach ab. Und die Stängel, die wir nicht brauchen, schmeiße ich gleich in die Behälter für den Biomüll, sodass das dann hier auch gleich sauber getrennt ist. So, ihr seht, ich habe hier ein extra sauberes Geschirrtuch, das benutze ich auch nur fürs Kochen, das wird nicht zum Geschirr abtrocknen verwendet. Ja, und die Blättchen hier, die verlesen wir und dann trocknen wir sie ein bisschen ab und dann geht's weiter. Ja, wie ihr seht, ist eine ganze Menge Liebstöckel geworden. Deswegen haben wir hier auch mal schnell die Mengen vergrößert. Vielleicht habt ihr es gesehen, größere Schüssel, doppelte Menge Pinienkerne. Ich habe jetzt ein großes Stück Parmesan hier. So, jetzt das Ganze abtrocknen. Da das sowieso gehäckselt wird, kann man es auch ruhig gleich ein bisschen flach drücken. Und da wir mit dem Pürierstab arbeiten, kommt es jetzt nicht darauf an, dass das Ganze jetzt hier perfekt ganz klein gehackt wird. Ich nehme trotzdem gleich mein Wiegemesser. Ich habe hier einen großen Berg Liebstöckel. Das wollen wir jetzt hier ein bisschen klein machen. Erstmal mit einem großen Messer ein bisschen vorschneiden. Schön die Fingerchen aus der Bahn bringen. Sonst ist das doch kein grünes Pesto, sondern ein rotes. Das möchte man auch nicht. So, und dann mit dem Wiegemesser einfach in kleinere Teile, kleinere Stückchen schneiden. Wie gesagt, da wir nachher mit dem Pürierstab arbeiten, kommt es jetzt nicht so drauf an, dass wir das perfekt in richtig kleine Stückchen haben. Darum geht es gar nicht. Ja, wir geben das jetzt schon mal als erstes hier hinein. Es, was man im Film nicht sieht, es riecht extrem nach Liebstöckel bzw. Maggikraut. Toller Duft. Dieses Pesto kann man übrigens auch natürlich mit Basilikum machen, mit Estragon. Man kann es sogar mit Minze machen. Die genauen Angaben für die Mengen und, die findet ihr auf meiner Homepage www.jan-kocht.de. Ja, Knoblauch habe ich hier schon mal geschält, schneide ich jetzt auch nur in kleine Stückchen. Gehe hier auch kurz nochmal mit dem Wiegemesser drüber. Und gebe das Ganze dann auch noch dazu. So. Ich räume alles weg und bereite das Reiben des Käses vor. Ja, das Reiben des Parmesan. Ich habe mir hier einen schnittfesten Handschuh angezogen, weil diese Reibe doch sehr scharf ist. Vom Prinzip her alles einfach, aber wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt nicht die
Fingerkuppen abhobelt, deswegen habe ich die schnittfesten Handschuhe an. Es gibt sonst auch so Reststückhalter. Mir erlaubt dieser Handschuh im Grunde genommen hier auch wirklich den Käse richtig bis zum Ende zu reiben, ohne dass ich mich daran verletze. Da das Ganze, wie gesagt, nochmal mit dem Pürierstab zerkleinert wird, geht es dann sowieso nochmal durch die nächste Mischstufe und muss jetzt nur so ein bisschen vorgeschnitten sein. Ja, wie ihr seht, schöner scharfer Reibe, damit geht das dann auch ziemlich gut. Ich habe hier so 150, 160 Gramm angepeilt. Das waren 200 Gramm Stück. Ich würde sagen, da können wir jetzt das Ganze gut sein lassen. Und dann kümmern wir uns um die Pinienkerne und wenn das losgeht, sehen wir uns wieder. Ja, der Käse ist gerieben, wie ihr seht. Jetzt werden die Pinienkörner angeröstet. Dazu die Pfanne hier auf Vollgas, die Pinienkerne hinein. Und wichtig, da kommt kein Fett dran, keine Butter, kein Öl. Das macht man einfach so und wartet, bis die so ein bisschen braun sind. Das gibt ein schönes Röstaroma hinein. Das ist jetzt ein bisschen Geduld. Wenn die Pinienkörner angeröstet sind, sehen wir uns wieder. Ja, jetzt geht's los mit dem Pürieren. Hier die Pinienkerne schön angeröstet. Es duftet auch, geben wir dazu. So, und dann kommt der Pürierstab zum Einsatz und wir geben immer noch ein bisschen Olivenöl hinein. Das wird relativ viel werden am Ende, aber erstmal fangen wir an und schauen mal, was geht. Es matscht, es wird langsam, man kann so sehen, das Ganze wird ein bisschen püriert. Wir geben jetzt Käse, Olivenöl und dann noch ein bisschen Pfeffer und Salz dazu, bis wir eine schöne Paste haben, die dann fertig ist. Und wenn es soweit ist, sehen wir uns wieder. Ja, das Pesto ist fertig. Ich habe hier immer sukzessive Olivenöl und alle anderen Zutaten in den Topf gegeben bzw. in die Schüssel hier, habe das schön püriert. Jetzt heißt es abfüllen. Dafür habe ich hier meine Gläschen vorbereitet und einen Marmeladentrichter. Und worauf es beim Abfüllen ankommt, ab davon, dass man sehen muss, dass man hier die Masse schön in den Trichter kriegt und ins Gläschen. Wichtig ist dabei, dass man ganz am Schluss, wenn alles im Glas ist, gibt man noch einen ganz kleinen Schuss Olivenöl oben drauf, dass da ein Ölfilm oben auf dem Glas ist. Und dann wird es verschlossen und genauso wie es ist, kann man es jetzt in den Schrank stellen. Ich stelle es immer noch in den Kühlschrank, weil auch das Olivenöl ist ja nur begrenzt haltbar. Ja. Ich würde sagen, fertig ist das Liebstöckel-Pesto. Hat Spaß gemacht zu kochen. Ich hoffe, euch auch beim Zugucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Und auf Wiedersehen bei Jan kocht.